Liebe Friedensfreundinnen und liebe Friedensfreunde, ich freue mich, heute hier mit euch gegen dieses Treffen von Kriegstreibern und Kriegstreiberinnen zu demonstrieren. Mit ihrer Aufrüstung verschlimmern sie die drei großen Krisen unserer Zeit: die Klimakrise, das Massenartensterben und die Gefahr eines Atomkrieges. Mit ihren Kriegen, mit ihren Waffen, mit ihrem Landgrabbing schaffen sie Elend und treiben Menschen zur Flucht. Gleichzeitig zahlt die EU Milliarden an die Rüstungsindustrie und die Sicherheitsindustrie, um die Menschen daran zu hindern, mit ihren Hoffnungen und Träumen in die EU zu kommen. Menschen auf der Flucht werden entmenschlicht, kriminalisiert und wenn sie es in die EU schaffen, wird ihnen oftmals kein sicherer Aufenthaltstitel gegeben, wodurch sie besser auf dem Arbeitsmarkt ausgebeutet werden können. Das lehnen wir ab und wir fordern das, was allen Menschen innewohnt: das Recht auf Bewegungsfreiheit. Es ist eine tödliche und rassistische Politik, die das EU-Grenzregime betreibt. Erst letztes Jahr erhielt Frontex 754 Millionen Euro. 2005 waren es noch 6 Millionen. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, die gerade auch da ist bei der Münchner Unsicherheitskonferenz, die sagte noch im Januar 2023, Frontex müsse dazu beitragen, dass Menschen gerettet werden, auch im Mittelmeer. Doch liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, wir wissen, dass Frontex das Gegenteil tut, Frontex tötet. Und Ylva Johansson, du weißt das auch. Die EU rettet nicht mit Schiffen im Mittelmeer, sondern sie betreibt Überwachung aus der Luft mit Flugzeugen, mit Drohnen, mit Satellitenbildern. Und jetzt untersucht Frontex, ob sie nicht auch die Stratosphärendrohne bzw. den unbemannten Solarsegler Zephyr von Airbus, was übrigens sehr präsent ist hier in München und Taufkirchen, ob sie das nicht auch nutzen will. Noch mehr Daten, noch mehr Überwachung, um zu beobachten, wie Menschen sterben. Was macht Frontex mit ihrer Luftaufklärung? Es ist nachgewiesen, dass sie die Bilder weitergibt an die libysche Küstenwache, an gewalttätige Milizen, die die EU selber aufbaut, ausstattet und trainiert. Die Bilder werden nicht an die Menschen gegeben, die retten wollen, obwohl zivile Seenotschiffe in der Nähe waren, obwohl andere Schiffe in der Nähe waren, hat niemand von ihnen diese Aufnahmen gekriegt, um Menschen zu retten, sondern Libyen, um die Menschen zurückzubringen nach Libyen. Das sind rechtswidrige Pullbacks. Diese libyschen Milizen erledigen die Drecksarbeit für die EU. Sie bringen die Menschen zurück nach Libyen, wo sie in von der EU finanzierten Internierungslager gebracht werden, wo sie Folter und Missbrauch ausgesetzt sind. Das, liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, ist eine Politik des Sterbenslassens, eine tödliche Politik. Die Zusammenarbeit mit diesen Milizen, der sogenannten libyschen Küstenwache, muss beendet werden. Sofort! Stattdessen wird sie ausgebaut. Erst Anfang dieses Monats hat Italien das erste von 5 Patrouillenbooten an Libyen gegeben. Mit dabei bei der Übergangszeremonie war der italienische Außenminister Tajani, der auch hier bei der Unsicherheitskonferenz präsent ist. Nur wenige Tage später konfrontierte ihn ein Aktivist von Refugees in Libya, der Libyen überlebt hat und es nach Italien geschafft hat. Er wies dem Minister darauf hin, dass die Ausstattung der Milizen tödlich sei für Geflüchtete. Tajani wagte es nicht, ihm in die Augen zu blicken. Aber Antonio Tajani, du kannst dich nicht wegducken. Du bist mitverantwortlich an dem Leid und Tod von Geflüchteten in Libyen und hier nicht willkommen. Das gleiche gilt für die rechtsextreme italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die erst Ende Januar in Libyen war, um die Zusammenarbeit mit Libyen massiv auszuweiten. Auch sie ist hier bei der Unsicherheitskonferenz. Ja, ich habe das Puh gehört, ein Puh an Meloni. Doch nicht nur Italien weitet die Zusammenarbeit
mit Staaten Nordafrikas aus, um die Verantwortung für Migrationskontrolle immer mehr an sie abzugeben. Auch die EU tut es. Der EU-Kommissar Olivier Vahey kündigte am 6. Februar an, dass die EU etwa 800 Millionen Euro in Nordafrika bis 2024, das nächste Jahr, ausgeben will, um die Zusammenarbeit in diesem menschenverachtenden Kampf gegen illegalisierte Migration auszuweiten, unter anderem mit dem Militärdiktator in Ägypten. Dabei haben der Ukraine-Krieg und die Sanktionen, gerade auch in Nordafrika, die Inflation und den Hunger und damit auch die Migration stark angetrieben. Liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, es geht auch anders. Das hat der Ukraine-Krieg gezeigt. Die Grenzen können geöffnet werden, wenn der politische Wille da ist, Menschen Zuflucht zu gewähren. Doch der stark unterschiedliche Umgang mit Menschen mit und ohne ukrainische Staatsangehörigkeit hat nochmal den Rassismus der EU-Migrationspolitik offengelegt. Mit am deutlichsten sagte es der ehemalige bulgarische Ministerpräsident Kirill Petkov, der auch heute hier in München ist, als er den Unterschied zwischen ukrainischen Geflüchteten und nicht willkommenen Geflüchteten aufmachte. Sie seien Europäer, intelligente und gebildete Leute. Einige von ihnen seien sogar IT-Spezialisten. Und das ist nicht die Flüchtlingswelle vom letzten Mal, wo wir nicht wussten, wer sie sind und ob sie Terroristen waren. Kirill Petkov, alle Menschen haben das Recht, vor Krieg zu flüchten. Und es liegt nicht an dir, darüber zu urteilen mit deinem Rassismus und deiner Islamophobie. Gestern gab es im Rahmen der Münchner Unsicherheitskonferenz ein Gespräch zwischen dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis und der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson unter dem Titel Resetting Migration, Moving Towards New Opportunities. Dabei wurden die gleichen Forderungen gestellt, wie wir sie schon seit Jahrzehnten immer wieder hören. Mehr Abschiebung, mehr Abschottung, mehr Auslagerung der Verantwortung an andere Staaten, erst an südeuropäische Staaten und jetzt an Drittstaaten. Kyriakos Mitsotakis besaß die Frechheit zu behaupten, nicht alles laufe schlecht in Griechenland und dass die griechische Küstenwache zehntausende Menschen gerettet habe und dass Griechenland menschenwürdige Unterkünfte auf den Inseln geschaffen habe. Kyriakos Mitsotakis, wir sagen hier, es ist schlecht in Griechenland. Die EU-Migrationspolitik ist schlecht und tödlich. Da gibt es nichts zu beschönigen. Die griechische Küstenwache ist in systematische, rechtswidrige Pushbacks eingebunden. Beobachtet unter anderem von deutschen Marinesoldaten, die nicht intervenierten. Die Pushbacks sind lebensgefährlich. Und Mitsotakis, diese menschenwürdigen Unterkünfte, von denen du redest, die musst du uns erstmal zeigen. Die neuen Unterkünfte auf den griechischen Inseln, das sind Hightech-Gefängnisse, wo alles überwacht wird. Es sind entmenschlichende Laboratorien, um neue biometrische und KI-basierte Anwendungen des EU-Sicherheits auszutesten. Die Menschen sind und wie menschenunwürdig die Unterkünfte sind, das zeigt ein Gerichtsverfahren, was vor 10 Tagen stattfand in Griechenland. Eine 29-jährige Frau stand vor Gericht, weil sie versuchte, 2021 in einer von diesen so gepriesenen Aufnahme- und Identifizierungszentren Selbstmord zu begehen. Das war im Camp Moria 2 auf Lesbos. Sie versuchte, ihr Zelt ist für die Kinder an ihre Nachbarin gegeben. Sie hat nur noch einen Ausweg in einem möglichen Tod gefunden. Die Nachbarin haben sie gerettet. Sie wird für ihre Verzweiflung kriminalisiert. Und sie wurde verurteilt zu 15 Monaten Haft und 3 Jahren Bewährung. Bravo, bravo! Mitsotakis, nicht sie hätte für ihre Verzweiflung verurteilt werden sollen, sondern Griechenland.
Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, eine andere Welt ist möglich. Das zeigen uns immer wieder die selbstorganisierten Orte der Solidarität, die selbstorganisierten Geflüchtetencamps, die Besetzungen, die zusammen durchgeführt werden, die zivile Seenotrettung. Und all das wird kriminalisiert. Und es wird kriminalisiert, weil wir an diesen Orten schaffen, das rückgängig zu machen, was die EU pusht, die Entmenschlichung. Wir lassen uns nicht entmenschlichen und wir lassen auch nicht zu, dass die EU Menschen auf der Flucht entmenschlicht. Liebe Mitstreiterinnen und liebe Mitstreiter, ich schließe mit einem Zitat aus einem Lied von den Flammen. The power, let's fight it. The war, let's stop it. The borders, let's break them. Let's stop it here.